Ja, Tag zusammen. Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin mal wieder. Wir sind an der Halde Rungenberg. 22 Grad, stürmisch, böig, windig, ziemlich matschig warm. Und ich habe echt auch gar keinen Bock, 300 Treppen hochzulaufen. Deswegen schrauben wir uns mal nach oben. Kommt damit. Ja, ein Berg und gleich zwei Gipfel. Das ist großartig, das gibt es auch nur bei uns im Pott hier. Also eine wunderschön begehbare Halde hier Rungenberg. Richtig, richtig toll. Das Wetter ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, subtropisch, ne? Berge wie in den Alpen, Klima wie in der Karibik. Ich sag mal, was brauchst du da Urlaub, ne? In fernen Landen. Hast du hier vor der Haustür. Und der Panorama, ey, unbeschreiblich. Ah, das Panorama hier wirklich einzigartig. Und wenn man hier so lang geht, dann könntest du meinen, du bist irgendwo auf der Alm. Nicht umsonst sagt man, dass hier die Ruhrpott Mountains sind, aber ich sag ja, das ist auch das Ruhrpott Allgäu, ne? Das könnte so wunderschön hier auch gerade hochgehen. Ja, fehlt eigentlich nur noch irgendwie so eine Jausenstation, ne? Also mir gefällt das hier auf jeden Fall super gut. Ich finde die Kontraste herrlich. Die Halde ist richtig toll angelegt. Und da hat er ja auch mal Landschaftsplaner. Echt angeleistet. Die ist wirklich großartig. Macht richtig Laune hier. Vor allem die Schwattehalde vor den wunderbar grünen, sanften Hügeln. Also ich finde das richtig toll. Ich finde es super toll. Und windig ist es auch noch. Immer diese Touristen. Winken in die Kamera. So, wir sind ja gut vorbereitet. Jetzt guckt euch dieses wunderbare Stück mal an. Wir dürfen einmal demonstrieren. Geil, ne? Das ist herrlich. Guckt euch das an, hier liegt ein komplettes Gleisbett. Wie viele Meter da wohl sind? Wer das weiß, schreibt das in die Kommentare.
ein Berg und zwei Gipfel. Ich kann mich nicht entscheiden. Auf gar keinen Fall. Ab durch die Mitte. Und wenn man hier schön diesen Lichtkanonen folgt, so und so, dann wird des Nachtens die eigentliche Spitze markiert. Das ist Kunst und das ist clever. Und weithin sichtbar. Könnt ihr sehen, ist das herrlich. Nordsternpark mit dem Herkules und gleich dahinter die Skyline von Essen. Das Rathaus weithin sichtbar und der RWE Tower. Joa, den Fernseher, den Funkturm sehe ich da auch noch. Kinogebäude müsste man auch so grob erspähen, aber eine herrliche Weitsicht, tolle Kontraste, tolles Lichtspiel. Die Schalke Arena will jetzt gar keiner sehen. Aber die wäre da. So, aber das ist ja, das, was die momentan machen, ey, das ist Arbeitsverweigerung. Das gilt nicht. Und die wunderschöne Halde Hohewart. Ganz, ganz toll. Sehr windig. So, wir sind wieder herabgestiegen von der Halde Rungenberg und haben schon den ersten Verletzten zu beklagen. Den armen Martin haben sie in luftiger Höhe auch noch in den Hals gestochen, ne? Die ollen Westen, Saubande. Jetzt wollten wir eigentlich noch ein bisschen durch die Siedlung Schüngelberg gehen. Schüngelberg. Ja, Brille nicht auf. Also auch eine alte Zechensiedlung, die die Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten fach- und sachgerecht umgebaut hat. Aber ich glaube, wir ziehen uns jetzt mal zurück. Und werden den armen Martin erstmal ein bisschen ärztlich versorgen, ne? Ne, noch geht es ihm gut, alles prima, alles fein. Aber ist schon schwer ärgerlich. Wie gesagt, Halle ist toll, Wetter war mäßig. Ich sag mal so, wir packen zusammen und es geht wieder heim. Ja, sonst kommt der nächste Schauer. Macht's gut, bis dahin, euer Strömi von Porteinander. Bis demnächst.